Heute stelle ich euch die Fachwerkmauer von Bluebricks vor. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Westküsten-Fan und heute zeige ich euch, wie gesagt, diese schöne Fachwerkmauer. Das ist, wie gesagt, eine Mauer, die ist gebaut aus der Fachwerkserie von Bluebricks. Bluebricks hat ja auch noch viele andere Sachen in der Fachwerkserie, zum Beispiel das Fachwerkhaus, die kleine Scheune mit Gemüsegarten oder so ein großes Fachwerk Hoftor, glaube ich, oder so ein Stadttor, was auch im Fachwerkstil gebaut ist. Aber heute gucken wir uns diese schöne Mauer an. Die ist hauptsächlich dazu gedacht, um die Gebäude miteinander zu verbinden, um sich eine Fachwerkwelt aufzubauen, zum Beispiel um das Fachwerkhaus, was man auch hier sehen kann, auf der Box mit der kleinen Scheune, mit dem Gemüsegarten oder der großen Scheune zu verbinden, um dann sozusagen einen Fachwerkbauernhof aufzubauen. Ich finde die Idee sehr, sehr schön. Das ist auch modular aufgebaut und man kann so seine Welt erweitern, was mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefällt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als allererstes erstmal die einzelnen Module an. So, ich werde das jetzt auseinandernehmen. Bevor ich das mache, wollte ich noch kurz was erzählen. Und zwar, man sieht ja schon, die Tür geht die ganze Zeit auf und zu. Ich zeige das so mal so ein bisschen. Auf jeden Fall, die geht immer auf und zu. Das ist noch eine ältere Tür, die ist leichtgängig. Ich habe neulich auch die kleine Scheune mit dem Gemüsegarten gebaut, die ich euch hier übrigens auch noch vorstelle. Und da waren schon die neueren Türen drin. Und zwar sind das Türen, die schwergängiger gehen und dann auch an einer Position stehen bleiben und die dann auch geschlossen bleiben und nicht immer wieder aufgehen. Hier sind jetzt noch die älteren Türen drin. Ich denke aber auch, mit neuen Produktionsserien wird sich das verbessern. Das heißt, wenn ihr euch jetzt dieses Set zum Beispiel kauft, dann denke ich, wird das nicht mehr der Fall sein. Oder in ein paar Monaten werden dann sowieso überall bei Bluebricks, denke ich, die neuen Türen drin sein, die dann deutlich besser und angenehmer funktionieren. So, das war's mit der Tür. Man kann das hier, sieht man schon, man kann es auseinandernehmen. Es ist nur bis hier so schrägen Teilen verbunden. So, dann gucken wir uns mal so ein Segment an. Man sieht, es ist gebaut. Hier unten in solche Mauerscheine sehen von der einen Seite anders aus als von der anderen Seite. Hier liegen dann noch ein paar Steine rum. Hier steht ein Eimer, da steht eine Kiste, da liegt nochmal so ein Kieselstein. Hier oben ist so eine schwarze Abdeckung. Ja, hier ist alles gebaut, also ich nehme das jetzt mal ab. Hier sieht man, da ist eine ganz normale Mauer, die gebaut wurde. Das ist so eine Querverstrebung, die wird nachträglich drangesetzt, um das Fachwerk darzustellen. Von der anderen Seite ist das genau das Gleiche. So, das kann man natürlich hier, ich stelle das mal ein bisschen zur Seite, dann könnt ihr das auch alles besser sehen. Das kann man auch noch auseinandernehmen. Das ist jetzt ein weiteres Mauerteil. Hier sieht man so ein Fass aus Holz oder ein Eimer aus Holz. Hier ist eine Flasche. Die Flaschen findet man immer mal wieder in den Fachwerksets, denn die ganzen Fachwerksets wurden von dem Designer Marco entworfen und der mag diese grünen Flaschen, deshalb stehen die immer mal wieder hier rum. So, hier sind wie gesagt noch ein paar Kieselsteine am Boden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sieht man dann nochmal eine zweite Flasche bei dem letzten Teil und nochmal einen Kieselstein. Hier ist, was ist das? Das ist kein Dreck von mir. Das war schon so bei der Produktion, da ist irgendwas mit der Farbe falsch gelaufen oder ist einfach ein bisschen Dreck, der noch von der Produktion drauf ist. Finde ich jetzt nicht so schlimm, denn so eine Fachwerkmauer ist ja in echt auch nicht immer ganz so sauber. Ist jetzt auch schon ein bisschen Staub und ein paar Flusen drauf. Ja, das Ganze kann man zusammenbauen. Es wird immer mit zwei von diesen Teilen zusammengehalten. Wobei es an der einen Stelle hier nur ein schräges Teil ist, also nur ein Verbindungselement vorhanden ist. Das kommt so hier dran und auf dieser Seite kommt dann, da kommt einfach kein Verbindungselement dran. Das hat Bluebricks nicht vergessen, in der, mit reinzupacken oder so. Das war in der Anleitung gar nicht so gezeigt. Ich habe es jetzt so aufgebaut, wie es in der Anleitung stand und es blieb auch nichts über. Es gab nämlich keine Ersatzteile. Oder ich glaube, ein 1x1-Teil blieb übrig. Das kann man dann so zusammenbauen. Jetzt gucken wir uns hier das Hauptteil an. Dieser Hauptteil hier vorne gefällt mir besonders gut. Hier ist erstens eine Lampe. Hier können dann Fußdinger in das Dorf reingehen. Über die Tür hatten wir gerade schon gesprochen. Hier liegen wieder ein paar Kieselsteine rum.
So, hier ist das Tor, das kann man auch öffnen. Und dieses Tor ist genauso dick wie die Mauer. Man sieht, dass es hier aus mehreren Schichten gebaut. Die Mauer ist zwar aus einer Schicht, nur diese drei Schichten zusammen sind genauso dick wie die Mauer. Ich drücke das immer ein bisschen fest, aber ich habe das Dach nicht ganz fest gedrückt. So, auf jeden Fall lassen sich die Türen sehr schön leichtgängig öffnen, sind sehr massiv, sind auch von innen. Oh, das ist mir jetzt auseinandergefallen. Die Türen sind auch von innen gefliest. Ich würde sagen, ich baue das jetzt eben wieder zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mir ist hier gerade tatsächlich die ganze Mauer auseinandergefallen. Ihr habt es, glaube ich, gesehen. Diese Mauer ist nicht sehr stabil gebaut. Ich habe die hier nur ganz außen festgehalten und sie ist direkt auseinandergefallen. Aber die ist ja auch eher zur Dekoration da. Ja, sie ist halt nicht für große Belastungen gebaut. Trotzdem finde ich es sehr schön, dass die Türen sehr dick sind. Die sind auch von innen schön verkleidet und werden hier mit so zwei Scharnieren eingehangen. Und die schließen auch sehr, sehr schön und laufen auch schön sanft. Mir gefällt es auch, dass hier ein Dach drüber gebaut ist. Ich finde, das ist ein bisschen spannender, als immer nur diesen schwarzen Untergrund, diese schwarze Oberfläche zu sehen. Da kann auch das Wasser abfließen und wenn man hier vor der Tür steht und klingelt oder so, dann wird man nicht direkt nass. Von hinten sieht das Ganze so aus. Die Tür ist natürlich wieder offen. Muss ich das zuhalten, die geht nämlich von alleine auf. Hier, was das ist, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht ist das irgendwie eine Klingel oder so oder eine Lampe, ich weiß es nicht genau. Wer es weiß, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Es ist genauso, dass ich das falsch rum angebracht habe, weil die Klingel sollte ja im optimalen Fall außen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig gebaut habe, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt, oder ja. Ihr könnt das auch in der Anleitung nachgucken, wie das gehört. Ich habe jetzt die Anleitung leider nicht da, denn die Anleitung gibt es ja kostenlos auf der Bluebricks Internetseite zum Herunterladen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Baufehler gemacht. Man kann das natürlich alles auch frei anordnen. Man kann jetzt auch dieses Stück nach hier hinten setzen. Das ist alles möglich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich setze das jetzt aber nochmal so zusammen. So. Viel mehr gibt es zu der Mauer auch nicht zu sagen. Ich finde es gut, dass man damit so eine kleine Welt aufbauen kann und seine eigene Welt auch noch ergänzen kann und die einzelnen Sets von Bluebricks miteinander verbinden kann. Bald werde ich euch auch die kleine Scheune mit dem Gemüsegarten vorstellen und dann werden wir auch mal noch diese Mauer in einem Video dazu holen und dann werden wir mal gucken, ob wir hier eine Fachwerkwelt mit der Mauer aufbauen können. Ich freue mich darauf. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!